Österreich, recht herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam heute hinein in Bewegungswoche Nummer 68. Montag ist, ja, wir haben ein bisschen was vor uns in den nächsten Tagen, aber ich würde sagen, schön langsam, sanfter Einstieg. Ich freue mich für alle Damen und Herren, die vielleicht heute zum ersten Mal mit dabei sind. Bitte macht die Übungen, so gut es geht. Ja? Also Bewegungsgröße und Intensität, ihr selber entscheidet. So, erste Übung, ganz, ganz locker entspannt, und zwar unser klassischer Boxer. Das heißt, dazu stellen wir seitlich hin. Wir schauen, dass wir das richtig schön ausdrehen. Unsere Fäuste, ja, achten natürlich dabei auch immer darauf, Körperspannung, das heißt der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Beine sind nie ganz gestreckt, wir sind da locker, aber da in der Körpermitte, da sind wir stabil. Ich komme dazu euch, genau, schön nach vorne ausdrehen. Auch da achten wir gleich einmal drauf, dass wir das richtig schön, ja, auf die Qualität schauen. Schön nach vorne ausdrehen, genau, nicht irgendwie dahin nudeln, sondern wirklich versuchen, da mal etwas zu überzeichnen. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Foto Nummer 1 zeigt uns die Bella. Die ist seit Beginn an mit dabei, mal sagen lassen. Ich glaube, wir sehen sie schon. Ja, sehr gut. Und nach vorne. So, und jetzt versuchen wir nach vorne und dann von unten. Der Haken, ja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und geht schon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann können wir schon variieren. Und dann natürlich für die Fortgeschrittenen unter uns, die kennen das, nehmen wir unsere Beine dazu. Haben da die Möglichkeit, natürlich auch hier Abwechslung zu schaffen, dass wir uns bewegen von rechts nach links, ein Stückchen nach vor, ein Stückchen retour, wieder den Haken dazu nehmen. Das heißt, ihr könnt das ganz individuell gestalten, wie es euch beliebt. Ein bisschen Action rein, damit der Kreislauf gleich einmal in Schwung kommt. So ein bisschen drehen, genau, wieder den Haken schlagen, sehr schön. Oder einfach nur mal langsam beginnen und ebenfalls, ja, wie gesagt, Tempo. Das wählt ihr, auch die Intensität, aber wir bewegen uns. Sehr schön. Und ja, da kommt ein Schwung, unser Kreislauf. Okay, sehr schön. Wir schütteln ganz kurz aus. Jetzt mobilisieren wir unsere Ellbogengelenke. Dazu geben wir unsere Arme nach oben, unsere Ellbogen. So, und jetzt lassen wir einfach ganz, ganz locker da mal nur unsere Unterarme schwingen. Atmung fließt, sehr gut. Ganz, ganz locker mal nur hier schwingen lassen. Wie war euer Wochenende? Was? Ja, dementsprechend, ja, zufrieden? Schön? Ja, gut so. So soll es sein. So, dann versuchen wir da mal zu kreisen. In eine Richtung, in die andere. Oder wir machen zwei Kreise in die eine und dann zwei in die andere Richtung. Und dann können wir wieder ein bisschen pendeln lassen. Ja, sehr schön. Einfach nur mal so unsere Ellbogengelenke mobilisieren. Aufrechte Körperhaltung wie immer, die haben wir mit dabei. Und jetzt versuchen wir nochmal zu drehen. Zack, sehr schön. Okay, wir schütteln ganz kurz aus, weil das spürt man schon. Ja. So soll es sein. Jetzt greifen wir noch da mit unseren Fingern ineinander und mobilisieren unsere Handgelenke. Da versucht es einmal einen Achter zu machen. Ja, das ist eine Übung, die immer wieder geht, egal wo. Ja. Büro, wie auch immer, in der Schule, andere Richtung, einmal da die Richtung wechseln, sehr gut, ja, nochmal wechseln vielleicht die Richtung, sehr schön, mobilisiert geht es hinein in den Tag. So, wir schütteln ganz kurz aus, als nächstes brauchen wir Utensil, irgendwas, was herumliegt, was man in die Hand nehmen kann. Ich nehme heute eine Hantel vom Little Phil, ja, und dazu schauen wir, dass wir jetzt praktisch so ungefähr schulterbreit stehen, leichte Grätsche, Bauchnabel zieht nach innen, Körperspannung ist da und wir geben unser Utensil einmal nur knapp rund um unseren Körper. Ja? Einmal nur da rundherum geben, genau, oder auch die Richtung wechseln, wie auch immer, bleibt euch überlassen. So, und dann versuchen wir da, genau, im Hüftbereich zu mobilisieren. Sehr schön. So knapp wie es geht, rund um den Körper geben, Lächeln aufsetzen. Ja, dann einmal die Richtung wechseln. Ja, und am Wochenende war ich in Schladming und da habe ich einen Verein besucht, den FC Schladming, und da haben wir, glaube ich, ein kurzes Video.
Jawohl! Und richtig, die Zelle muss schwimmen. Ja, richtig gut. Die jungen Damen waren ein Wahnsinn. Die haben mir gezeigt, wie man Fußball spielt. Ja. Und wie gesagt, vor allem bei diesen Temperaturen immer wichtig, trinken. Ja, kennen wir. So, wir gehen ein bisschen weiter in die Grätsche, ja, und versuchen jetzt, unser Utensil da unten durchzugeben. Worauf wir aber achten ist, dass wir hier den Lastwechsel haben. Das heißt, von der einen zur anderen Seite Lastwechsel. Nicht nur so durchgeben, ja, sondern wirklich rechts, links und die Rotation, die wir auch mit dabei haben. Das heißt, da stabilisieren wir jetzt einmal, den praktisch auf der Innenseite, andere Seite. Ja. Und dann kann man das Ganze natürlich fließen lassen. Sehr schön, Lächeln aufsetzen. Etwas schwungvoller gestalten. Einsteiger beginnen da oben. Macht es langsam. Schaut einmal, wie geht es mir heute. Dann versucht einmal die Richtung zu wechseln. Hoppala, Richtung wechseln. Der Bulle hat hier alles weg. Ja. So, und jetzt. Die Fortgeschrittenen und Profis versuchen weiter nach unten zu gehen. Größere Bewegungen zu machen. Aber immer darauf zu achten. Ja, auf die Rotation und natürlich ja, auch auf den Lastwechsel. Dann versuchen wir nochmal zu wechseln. Sehr schön. Ja, schaut gut aus. Rechts, links. Und jetzt, wenn es geht, unser Utensil ganz knapp über dem Boden einmal schweben lassen. So gut es geht. Sehr schön. Sehr gut. Jawohl, einmal noch der Richtungswechsel. Zack. Okay, und wir kommen langsam wieder nach oben. Das heißt, unsere Grätsche wird kleiner, noch kleiner. Wir gehen es unten durch, bleiben aber trotzdem dabei. Ja, sehr schön und kommen nach oben. So, unser Utensil, das brauchen wir noch. Nächster Schritt. Und zwar ein Bein nach vorne, das andere leicht versetzt nach hinten, seitlich. Jetzt nehmen wir unser Utensil und versuchen dieses von rechts nach links zu übergeben. Ja. Aufpassen aber dabei, bitte nicht die Halswirbelsäule zu überstrecken, weil da haben bei einigen immer das Problem, dass einer schwindelig wird. Das wollen wir nicht. Ja. So, Einsteigervariante ist diese. Ja. Beine leicht versetzt, rechts von der Seite. Die Fortgeschrittenen stellen die Beine parallel hintereinander und versuchen das. Dann wird es gleich schwieriger. Ja. Sehr gut. Ein bisschen aus unser Gleichgewicht. So, und die Profis, die stellen praktisch Ferse an Spitze, an Zehenspitze, ganz knapp die Beine zusammen. Und da merkt man natürlich schon, wie es da richtig anfängt zum Arbeiten. Ja, in den Fußsohlen, wie wir da austarieren müssen. Genauso ist es. Ja, richtig schön. Und warum wackelt es natürlich ein bisschen? Wackeln, genau, das war gleich das Stichwort. Weil wir natürlich auch keine Bodensicht haben, wird es ein bisschen schwieriger. Ja, immer schauen, wie gut es geht. Ja, und auch, es ist nicht jeder Tag gleich, das sieht man auch bei mir. Das ist gut so. Ja, Konzentration. Sehr schön. Oder wenn es zu sehr wackelt, wieder das Bein ein bisschen auseinandergeben. Und die Einsteiger fangen ein bisschen breiter an. Und ich habe natürlich immer wieder dann die Möglichkeit, euch zu steigern. Schauen, wie geht's, wenn ich parallel hintereinander stehe. Ja, sehr gut. Okay, so, ein bisschen was fürs Gleichgewicht gemacht. Unser Utensil gehen wir zur Seite. Wir gehen jetzt in eine leichte Grätsche. Ja. Körperspannung ist da, Bauchnabel zieht nach innen. Geben unsere beiden Arme nach vorne. Ja. Und jetzt da zeichnen wir mal einen vor uns liegenden Achter. Ja, den zeichnen wir. Langsam beginnen, vor uns liegender Achter. Lächeln aufsetzen. Sehr schön. Und dann können wir da ein bisschen größer werden mit der Bewegung. Ja, da haben wir auch die seitlichen Bauchmuskeln, ja, die merken wir auch schon, haben wir auch mit dabei. Richtig schöne große Achter zu machen, mitschwingen. Wir ändern einmal die Richtung. Sehr gut. Ja. Ja, und Veränderung findet statt. Zum Beispiel war am Freitag, glaube ich, gab es in Gratweinstraße, Engel in der Steiermark, ein Public Viewing, Fit mit Philipp, technisch gesehen. Ja, und da haben sie sich getroffen. Generationenübergreifend haben sie mitgeturnt. Ja, super Geschichte. So, okay, Bauchmuskel haben wir dann natürlich auch dabei, spüren wir. Sehr schön. So, nächster Schritt. Zeichnen einen ganz normalen Achter. Ja, ja, sehr schön. Achter jetzt, einen stehenden Achter. So, und weil es so schön ist,
werden wir jetzt dynamischer. Das heißt, wir gehen nach unten und wieder nach oben. Zack. Ja. Sehr schön. Das ist unser stehender Achter. Super. Und Richtungswechsel. Kann man auch schön groß und ausladend machen. Ja, glaubt man gar nicht, wie anstrengend der Achter sein kann. Sehr schön. Ja, Rücken, Bauch, spüren wir alles. Das ist gut so. Okay. Kurz einmal auslockern, durchatmen. So, eine Übung haben wir noch für den Oberkörper. Und zwar, wir bleiben in der leichten Grätsche. Knie leicht abgewinkelt. Arme zur Seite. Daumen zeigen nach oben. Und jetzt drehen wir uns einmal nach links. Mit der Ausatmung. Kommen zur Mitte. Ausatmung nach rechts. Genau. Und Arme nach vorne. Kommen wieder retour. Sehr schön. Und. Ja. Und Arme nach vorne. Sehr schön. Ja, merkt man, geht ein bisschen besser, wenn man ja, in der Belastung ausatmen. Ja, sehr schön nach vorne. Und Ketchup. Zurückkommen. Und nach vorne. Und Arme geht's noch. Jawohl. Und nach vorne. Okay. Wir kommen retour. Wir schütteln ganz kurz aus. So, jetzt kommen wir zu unseren Beinen. Dabei ist wichtig, eines unserer Beine verwurzeln wir, dann heben wir ab. Ja? Das heißt, wir haben unseren Kniehub, strecken das Bein nach vorne, ja? Kommen retour, haben wieder den Kniehub, strecken, spreizen seitlich ab. Ja, und dann die dritte Variante, nach oben ziehen, strecken und nach hinten. Ja, also Kniehub vor, Kniehub Seite, Kniehub Rück. Da kann man sie anhalten, irgendwie, wenn man sich unsicher fühlt. Versucht es mal langsam zu machen, langsam in Zeitlupe nach oben. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis, nach unten zu gehen, langsam einmal nach vorne. Wieder retour kommen, nach oben ziehen, Seite, ja, klappt gar nicht, ja. Und jetzt Kniehub, wieder nach unten und retour. Ja. Jetzt wechseln wir das Bein, ja, auch da wieder. Gescheit verwurzeln und wir beginnen gleich langsam. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis nach oben, wieder nach unten, langsam nach vorne, so gut es geht. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis, retour. Wieder Knie nach oben ziehen. Ja, heute ist es die Langsamkeit. Genau, sehr gut. Lächeln aufsetzen. Wenn es wackelt, einfach nur mal ja, anhalten. Atmung fließen lassen. Wieder nach vorne. Sehr schön. Nach oben ziehen. Langsam zur Seite. Sehr gut. Und nach hinten. Super. Kurz ausschütteln. So, jetzt kommen noch unsere Oberschenkel dran und zwar unsere klassische Kniebeuge. Dazu schauen wir, dass wir ungefähr schulterbreit stehen, ja, oder leichte Grätsche. Zehenspitzen zeigen nach vorne und jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis wie auch immer. Ja. Bauchnabel zieht nach innen. Ihr entscheidet natürlich, wie tief ihr nach unten geht, wie intensiv. Und dann gehen wir nach unten runter und schieben schön übers Gesäß. Merkt man Oberschenkel, Gesäß, schieben wir nach oben. Herrlich, jawohl, das tut gut. Komm wieder zu euch, dass unsere Oberschenkel am Montag auch was davon haben. Aufpassen bitte, nicht so nach unten gehen, Oberkörper nach vor und dann so irgendwie nach oben. Nein, sondern wirklich Gesäß nach unten, macht das eher in der oberen Bewegungsgröße, dann aber mittel und erst dann weiter nach unten, wenn wir wissen, dass es funktioniert. Schön nach oben schieben, also eher bitte wie immer auf die Qualität zu achten. Und sieben gehen noch, ja? Sieben. Sechs.
5, 4, 3, 2, und jetzt gehen wir langsam, langsam nach unten, langsam. Ja, darf ruhig ein bisschen weiter sein. Geht schon, komm, 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 komm. Die Mütze. Geht schon, komm, wir haben Montag das. Ja, unsere Oberschenkel, die dürfen euch brennen. Wir versuchen, in der Position kurz zu bleiben. Setzt unser Lächeln auf. Auch bei mir brennt schon. Ja, und jetzt kommen nach oben und schütteln aus. Ja. Haben auch morgen noch was davon. Sehr gut. Der anstrengende Teil, der liegt schon hinter uns. Jetzt kommen wir zum Cooldown, zum Dehnen. Und dafür nehmen wir unsere Handfläche, stützen sie praktisch ab beim Ellbogen, lassen jetzt einmal die Atmung fließen. Und wir wissen ja, Dehnen ein ganz ein wichtiger Faktor mit dem Alter, wir verkürzen immer mehr. Aber auch bei Kindern und Jugendlichen sieht man, dass es mit der Dehnung nicht mehr so hinhaut, wenn wir es viel zu wenig tun. Andere Seite nehmen, auch da wieder die Atmung fließen lassen, Lächeln aufsetzen, so ist gut. Okay. So, jetzt greifen wir nach hinten, wie wenn wir in den Sackerl hineingreifen. Kommt zu euch nach vorne. Ja. Auch da Atmung fließen lassen. Sehr schön. Wir greifen ins andere Sackerl hinein. Auch da die Atmung fließen lassen. Ja, super. Kurz ausschütteln. Das war schon wieder. Optimaler Wochenstart bei sensationellen Temperaturen, zumindest hier bei uns im Osten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen.